Willkommen zurück zu Destiny 2. Ich bin euer Verbot. Ja, ich habe überall ein bisschen Silber gekauft. Ja, ich weiß, will change nicht, aber wir haben Silber gekauft und wir kaufen uns jetzt mal hier ein Silber-Starter-Paket. Das kann man sich einmalig kaufen. Kostet 900 Geld, bis 900 Silber. Das enthält halt Glanz, drei Glanzenkramme, soweit ich weiß, und einen Shader. Deswegen, das hat man eigentlich, oder 5 Glanzenkramme, ich weiß nicht, wie wir es sehen. Erwerben wir. Und wir kriegen hier dieses Licht. Glanzstaub kriegen wir auch. Brauchen wir auch noch unten einen seltenen Shelter bekommen. Cool. Dann packen wir mal die Glanzengramme aus, würde ich sagen. Da kriegen wir an die Arbeit. Ein Legendary schon mal bekommen. Nice. Exotisch. Oh, und neues Schiff haben wir bekommen. Ja. Was können wir hier? Oh, noch ein exotisches Ding. Oh, wie cool. Ja, wir haben gerade zwei exotische Sachen bekommen, ne? So, eine kaufe ich noch mal hier. 5 Stück. Das Eververum, danke. Ja, ich danke dem Eververum auch. Was kriegen wir jetzt wohl? Eine Mods, ein bisschen so. Großgeschenk mit Glanzstoffwährung. Oh, dann haben wir 1000 Glanzstoff bekommen, okay. Was kriegen wir? Einen neuen Gleiter. Was kriegen wir jetzt? Trauer, neue Geste. Ich will nämlich eine bestimmte Geste eigentlich haben. Eine neue Hülle. Honigwarmhülle, okay. Und was kriegen wir noch? Noch einen neuen Gleiter, okay. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? 600. Damit könnten wir uns theoretisch immer ein Dreierstück kaufen. Gucken mal. Ja, ich danke auch. So, oh, roter Zwerg haben wir bekommen. Oh, ich mag gelb. Mittleres Geschenk, oh, okay, haben wir nur 500. Brennstoff bekommen. Was kriegen wir jetzt noch? Du bist der Hüter, okay. Wir könnten jetzt mit Glanzstaub noch Totenbuch kaufen. Bereits im Besitz. Erwerben. Wir haben 2000 Glanzstaub, könnten wir machen. Was haben wir hier? Erhöht die EP-Gewinne und Beute durch Strikes. Effekt halt 4 Stunden lang. Oh. Ist ja ganz interessant eigentlich. Ich würde aber gerne auch das exotische Ding hier kaufen. So. Bam. Das passt. Ja, vielen Dank. Ich habe auch inzwischen legendäre Buchstücke gefunden gehabt durch Events halt. Hab dadurch meine Pistole hier verbessert. Das macht man einfach, wenn man hier auf Details geht und dann hier drauf geht, dann kann man hier, wenn man in der Regel was auswählen und dann kann man das halt verbessern. So, was haben wir denn jetzt? Wir bekommen eigentlich alles. Wird mal das Zeug dann angezeigt? Gerne doch. Irgendwie nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall die neuen Gleiter. Ich würde gerne einen neuen Gleiter haben. Nehmen wir den mal, weil der war pink. Der hat mich so gefallen. Wir haben ein neues Schiff bekommen. Schauen wir uns das mal an. Ah, wir können verschiedene Dinger nehmen hier. Oh. Besessene Ankunft. Oh, das klingt natürlich badass. Das sieht auch ganz cool aus eigentlich, das Schiff. Schauen wir mal. Na, sieht auch nicht schlecht aus. Kriege kommen und auch nicht schlecht aber aus. Das Eververum ist immer da. Oh. Ich habe schon coole Lackierungen bekommen, muss man einfach mal sagen. Pink wahrscheinlich nicht so meins. Oh, der Effekt ist aber cool. Oh, der sieht nice aus. Was ist das? Ah, das ist einfach sauber und das ist dreckig, kannst du sagen. Aber ich würde gerne den hier nehmen. Zack. So, und dann nehmen wir das besessene Ding, oder? Geistblau. Nehmen wir den besessenen hier. Zack. Und dann rüsten wir den natürlich noch aus. So, hier haben wir noch zwei neue Gesten bekommen. Schade, dass ich nicht das Ding bekommen habe, was ich haben wollte. Ich habe mich aber gerade, wo sind mein einen neuen Geist bekommen? Was kann der denn? Spürt Depots innerhalb von 30 Minuten. Ne, TZ auf. Spätere Ressourcen habt ihr. Was mit der. Hä? Depots und Ressourcen. Ah, Ressourcen, das ist natürlich besser. So, und ich bin jetzt 230. Ich habe noch ein paar Legendaries hatte ich. Raids bekommen. Habe ich die jetzt hier drin? Oder was? Muss ich die mehr bauen oder was? Die Waffen? Oder. Ich verstehe es gerade nicht. Wo sind meine Waffen? Die ich gerade freigeschaltet habe. Hä?
Wo sind die Waffen, die ich bekommen habe? Bisschen wie blind, vor allem gerade. Da. Ach, das sind die... Warte mal. Waffen nochmal. Verändert die mit der Waffen das Aussehen des Sonnenlichts? Achso, das sind einfach nur Skins, die ich bekommen habe, oder was? Ist das jetzt richtig? Das waren einfach nur... Das sind gar keine Waffen gewesen, die ich da bekommen habe. Da bin ich ja jetzt ein bisschen enttäuscht. Waffen... Oh, mal verändert den... Okay, das sind einfach nur Waffen. Schade. Okay, nicht das, was ich gedacht hatte. Ich kann auch durch. Achso, ich hatte noch eins gehabt. Oh, okay, gut. Ich hatte noch ein Ding gehabt, gell? Vorschau. Genau, hier kann man das. Und die hier ist ultra nice. Schauen wir uns die mal an, die Geste. Passt auf. Zack. Ah, das ist so eine geile Geste. Finde ich. Das war die andere. Ausflippen. Schauen wir uns die mal an. Man lässt den Tisch erscheinen. Auch nicht schlecht. Cool. Haben wir natürlich noch ein paar Schiffe und so. Waffenauto. Ja, das Ding haben wir bekommen. Roter Zwerg. So, hier haben wir noch die Dinge. Wechsankunft, Besessenankunft, Scharankunft. Das haben wir auch schon bekommen. Und natürlich Glanzdinger. Und Mods und so. Rüstungen, Vorschau. Ah, hier kann ich mal los und gucken. Also nichts Exotisches und Rüstungen gibt es hier. Sparrow-Schiffe, Rentane, Shader-Mods, Gesten. Also keine Waffen hier. Danke, dass du beim Universum eingekauft hast. Bei dir hat ich nichts mehr gehabt. So, hier hat mir noch was gehabt. Ich dachte, ich hätte gerade neue Waffen freigeschaltet. Ah, schade. So, ich würde ja gerne mal hier hin und mal eine Herausforderung machen. Ich muss ja jetzt die Treppe nehmen, ich bin ja nicht so flink. Hast du was für mich? So, du hast Jägerverhut. Ich spreche mal mit dir. Denkst du manchmal, dass dein Gehirn durch Zögern versucht, dich von einem schrecklichen Fehler abzuhalten? Ja, ich auch. Ich habe mich gemeldet, das Patrouillennetzwerk anzuschließen. Bin noch nicht dazu gekommen. Weil, was, wenn ich's vermassle? Ist so wichtig. Mit dem Netzwerk führen wir überall Operationen durch. Für Nachschub, Aufklärung etc. Ich denke mir also, was soll ich tun? Und tada, da bist du. So kompetent, so fleißig, so gewillt nach den Regeln zu spielen. Was ich damit sagen will... Rette mich vor mir selbst. Rette mich vor mir selbst. Das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Also, Fotspeer, Kate Six. Der lockere Kate Six rüstet Jäger aus und berät sie als Fotmentor. Patrouillen, nun da die Vorort wieder vereint ist, hat Zavala sich zur Aufgabe gemacht, ein Netzwerk für Patrouillensignale aufzubauen, um Hüterarbeit im System koordinieren zu können. Er würde Kätzig das übernehmen lassen, aber der ist mit anderen ganz, ganz wichtigen Dingen beschäftigt. Fort-Kram. Deswegen fällt die Aufgabe dir zu. Toll. Begib dich zur europäischen Todeszone, schließe warum ein gutes Netzwerk ist Aktivität ab. Okay. Und dafür kriege ich dann hier markiert nahegelegene Beutedepots in der ETZ für dich und deinen Einsatztrupp. Ja, ist ja ganz nützlich eigentlich, aber wenn wir unseren Geist... Deswegen. Och, wer ist eigentlich. Alter, was hat eine Einsatzmedaillon? Einsatzmedaillon gefunden? Uiuiui. Reden wir mit dir. Das Licht zu verlieren war niederschmetternd. Wir waren so leichtsinnig. Sahen unsere Macht als selbstverständlich an. Nie wieder. Wo du auch hingehst, suche wahre Herausforderungen. Wachse über dich selbst hinaus. Sei niemals zufrieden. Sollte sich etwas zwischen dich und das Licht stellen, zerstöre es. Jeder Sieg schärft Geist und Körper. Und zeige unseren Feinden die Wut eines Hüters. Verhutforschung. Ikora Rey.
Die weise Koray berät Warlocks als Verhut, rüstet sie aus. Herausforderung, obwohl deine Verbindung zum Licht wiederhergestellt wurde, hast du noch lange nicht dein wahres Potenzial verwirklicht. Die Koray kann dir dabei helfen, aber nur, wenn du bei allen dein Bestes gibst. Jeden Tag warten neue Herausforderungen, schieße sie ab, um Bundesprämien zu gewinnen. Oh, das ist dieses Leveln, glaube ich, oder? Kann sein, in Gramm nur 207 ist ein bisschen wenig. Ich darf diesen Ort nicht vergessen. Entschuldige. So, und Zawal noch. Ab heute autorisiere ich Strike-Einsätze neu. Strikes dienen als Rückgrat unserer Verteidigung gegen unsere Feinde. Jetzt und in Zukunft. Wir suchen Prioritätsziele, sammeln Informationen zum Feind und vereiteln Machenschaften gegen die Menschheit. Ich weiß, du wirst sowohl den Hütern als auch den Zivilisten zeigen, was Mut wirklich bedeutet. Doch das ist keine Solo-Mission. Du brauchst einen verlässlichen Einsatztrupp. Wie sagt Kadem, nur im Team, da wird der Traum wahr. Geh da raus und mach uns stolz. Verhut-Taktik. Commander Zavala. Der resolute Commander Zavala berät Titan als Verhut und rüstet sie aus. Strikes. Zavala hat seine Pflichten als Kommandeur Kommandeur der Verhut wieder aufgenommen. Er hat eine Liste mit Prioritätszielen für Strike-Operationen. Tu dich mit anderen Hütern zusammen, schließe Strikes ab, um mächtige Feinde zu besiegen und wertvolle Prämien zu gewinnen. Alles klar. Gut, haben wir das auch gemacht. So, Story Nummer für uns. Ich würde gerne mal auf den Titan gehen, by the way. Auf den Titan und dann zu ihr, ja, zu Sloan. Ja, ist ja gut. Ich muss sagen, in der europäischen Todeszone ist einfach am besten, glaube ich, Tokens zu farmen und so weiter. Damit die ganzen Sachen zu bekommen. Jetzt müssen wir wieder warten. Und da haben wir unser neues Schiff. Sieht doch ganz cool aus. Sexy. Ach ja. Ich würde gerne mal so ein Cockpit von innen sehen. Obwohl, besser dich. Das würde mich wahrscheinlich zu sehr an Dings. Hier an. Wie heißt jetzt? An Destiny nicht erinnern. Hier, No Man's Sky. Was ist eigentlich das da für eine riesige Beule? So, Herausforderung aktiv. Okay, ich wollte eigentlich erstmal zu der guten Sloan. Denn die hat bestimmt für mich noch eine Belohnung, oder? Hast du? Nee, hast du noch nicht, okay. Irgendwo hier ist ein Strike. So. Herausforderung aktiv, ich weiß, der will ich hin. Komme ich da hin? Okay, das ist mir tot die ganze Zeit. Haut abgefallene. Oder mach sie fertig. Jawohl, wir machen sie fertig, würde ich sagen. Ups. Also kann ich bestimmt sichtbar machen. Ja, kommt da. Da kommt der dicke Panzer. Oh yeah. Jetzt kann man aufballern. Zack. Ja, oh. Okay, hat noch nicht so viel Schaden gemacht. Nice. So eine Sphäre schnappen. Hier hinbringen und aufladen. Oh, wir haben schon alle Sphären weg. Oh. Nicht schlecht. Oh, hier ist so ein Ding, was wir sammeln können. So. Schnell, kann ich hier noch ein paar Schüsse reinsetzen.
Ich hab noch ein Ding, ich hab noch ein Loch da hinten. Da kann ich eins reinsetzen. Aua, ich bin fast tot. Helft mir. Helft mir. So. Oh, jetzt nehme ich das war die letzte Versengungswaffe. Diese Plünderer bekommen die nicht in die Krallen. Problem ist, da kommt jetzt nur noch ein zweiter Panzer. Oh shit. Aber das Event sollten wir eigentlich locker flockig kriegen. So, jetzt noch eine Versengungswaffe. Geht kaputt, komm. Ja, keine Versenkungswaffe mehr. Ja, wir haben ihre Feuerkraft geklaut und ihre Läufer zerstört. Aua, ich will noch überleben. Hier gespürt, aber wir stehen toll. Und die Gefallenen nicht. Reagiert mich einer. Großes Lob. Danke. Schön Loot. Gib mir Loot. Was gibt's? Oh, ein legendäres Inter. Ja. Engramm, nice, das sind schon mal gut. So. Dann gehen wir mal eben hier rumsliden. So. Okay, ne, falsche Taste. Wir wollten auf die Karte. So, wo haben wir denn Herausforderungen? Schließt du drei Herausforderungen ab? Das sind Herausforderungen. Das sind Abenteurer. Und eine Herausforderung. Hä? Schießt jetzt zwei Strikes ab, hilft Katja bei den Patrouillen. Schließt die Herausforderung ab. Oh, hier irgendwie keine Herausforderung oder sind die damit die Herausforderung? Ne, sonst hätten wir ja schon jetzt bekommen. Scheinbar gibt es hier keine Herausforderung. Okay, müssen wir vielleicht was auf der Erde machen. Da haben wir was. Patrouille, Quest. Okay, und hier ist noch ein Event. Dann gehen wir mal hier hin. Wird das wieder so eine Eventfolge eigentlich nur? Oh Mann. So, weg wieder von dem blauen Planeten. Ist der Titan der blaue Planet? Schon ja sagen, oder? Ja, sagen wir mal. Ui, flieg, Flugzeug, flieg, Flugzeug, flieg. Okay, es hat einen ziemlich fetten Bauch irgendwie. Leider haben wir nicht so ein geiles Flugzeug wie bei Destiny 1. Ah ja, die Folge, wenn ihr die Folge seht, habt ihr wahrscheinlich gar keine Destiny 1 gesehen, mit unserem Flieger da. Ah, schade. Deutet dann wohl, wir müssen uns Ressourcen schnappen. Naja, bin ja da unterwegs. Ist das Flugzeug schon? Ich bin ja hier. Ist das eine Kiste? Ich möchte platt machen. Die Kiste nehme ich gerne noch gratis mit. Muss ich mir eben sagen. Danke. Und Token für umsonst. Finde ich cool. Hey du, mach einen Schuh. Ich erwarte, was soll das heißen, mach einen Schuh? Expedition der Kabale bis an die Zähne bewaffnet ist. Sei vorsichtig. Müsste auch schließlich hier drin stehen, sonst bringt uns das hier gar nichts. Ich würde gerne hier weg. Hilfe, ich will nicht weggebombt werden. Danke. So. Erledigt. Ja, ein bisschen Money für mich. Das bringt nichts. Ich müsste mir das Landungsschiff kaputt machen, oder? Ja, ich müsste eigentlich das Landungsschiff kaputt machen. Haben wir noch keinen Schuh, oder? Ich glaube nicht. Wie kommt denn das auch mal?
Klo und Landungsschiff. Irgendwie. Irgendwie die Gegner. Ah, jetzt mal. Putzen sie. Oh. Ja, gut. Oh, dann. Oh, Fail. Oh, wir haben wirklich die besessenen Reanimationen drin. Nice. Da ist das Flugzeug. Draufschießen, draufschießen. Nee, 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 ich will nicht weggebombt werden. Danke. Autsch. Okay. Das ist ein goldenes Hündchen. Goldenes Hündchen, goldenes Hündchen. Ich finde das goldene Hündchen ganz schön mies. Deswegen kill ich das mal lieber. So, wo ist unser Schiff? Ich will das Schiff zerstören, damit wir Punkte kriegen. Oh, ich sollte hier weg, ich sollte hier weg. Ich komme hier nicht weg. Ah. Überlebt. Dieser Hund. Das Schiff ist unser. Da haben wir ihn ein blaues Auge verpasst. Alles klar. Wow. Noch so Quest dazu. Ah doch, wir haben noch so Quest dazu. Aber wir haben doch ein heroisches Event bekommen. Nice. So, das haben wir noch bekommen. Nice. Da gibt es schon mal einen Token extra. Schön. Was war das? Oh, nur wir. Wie wir ein paar Tokens, weil nichts Besonderes. Und einen Commander auseinandergenommen haben. Schade. Wie immer also, ich ziehe meinen Hut. Wie immer ziehst du deinen Hut aus, so schön. So, wir suchen das und das. Ach, wir haben die angezeigt, ja. Das ist sehr schön. Nur bleibt das irgendwie ganz schön lange. Okay, so treffe ich den nicht. So, Beute sammeln, immer schön Beute mitnehmen. Nachträglich, ne, nachträglich geht da gar nichts mehr, schade. Haben wir jetzt in dieser Höhle gewesen? Ich glaube nicht, oder? Gehen wir mal in diese Höhle rein. Einfach nochmal scannen. Gibt es wahrscheinlich wieder irgendeinen Boss am Ende, den wir dann killen können. Ja, hier war ich noch nicht. Jetzt sollte mal ein paar Gegner mehr wegzuhauen. So. Sniper-Typen nerven. Deswegen töten wir die einfach mal zuerst. Quatsch, hups. Da liegt Money, schön. Womit bekriegt ihr euch? Auch mit Kabalen. Er wirft hier mit Granaten auf mich, hallo? Zumindest sehr freundlich. Ich frage mich, müssen wir. So. Ja, kommt doch her, greift mich an. Komm. Finde ich gut, da habe ich wenigstens meine Ruhe. Ja, hier ist eine Höhle. Ist vielleicht ein Versteck? Naja, so Dunkelheit ist hier scheinbar nichts. Wahrscheinlich ist dann hier, es wird irgendwie ein Gegner oder so. Würde mich zumindest nicht wundern. Ah, mein Maschinengewehr ist schon sick. Ah, da ist die Kiste. So, endlich mal. Ah, du bist der Badass, okay, den wir töten sollen. So, ein bisschen Flammen-Inferno hier machen.
Was ist der Typ? Ihr seid nervig, geht kaputt, alle Mann. Kann er nicht darauf schießen, aber gut. Wo ist er? Da. Na, wie gefällt dir das? Mit meinem Revolver hier richtig schön gerostet zu werden. So, wo bist du? Da bist du. Ich habe mich getroffen. Was ätzend, wenn man den nicht trifft. Ne? Das ist ätzend. Quatsch. Und erledigt. So schön. So, haben wir den auch. So, in den Loot. Wieder nur blaue Sachen, verdammt. Kann ich das vielleicht noch scannen oder so? Nö, nix. Die Kabale gucken auch noch doof rum. Habt ihr Kabale noch irgendwas für mich? Ihr habt auf jeden Fall ein Centurion. Ja, okay. Dann nehmen wir das Dischcode an dich und du läufst einfach rein. Alles klar. Also immer schon auf das leuchtende Ding in dem Schild zielen, dann... Hä? Hä? War nicht gerade ein Enemy? So. Das hat's dir gebracht, ne? Einfach weil es kann. So. Gut, haben wir noch ein bisschen Blut bekommen. Dann laufen wir hier lang. Mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ist ja gerade interessant, dass wir null Musik haben. Ich habe auch mal schon so eine Idee, wo wir vielleicht rauskommen könnten hier. Aber ist nur eine Idee. Die Schlucht. Na, ist nicht da, wo ich gedacht habe, aber hier ist auch keine Kiste, schade. Und versucht immer auf mich zuzulaufen. So, okay, dann machen wir mal ein Fahrzeug her. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Vielleicht können wir noch eine Kiste hier. Ach, hier sind wir. Ich glaube, da oben drauf, ne? Ja, da oben drauf ist eine Kiste. Okay. Okay, was ist das für eine Granate? Zack. Ach, hier von so einem. Ich würde gerne da hoch. Na komm, lass mich da hoch. Jawohl, meine Beute. Hallo Jungs. Den Centurio ausschalten, bevor der nervig wird. Wo bist du? Einfach mal so, zack, draufhauen. Gut, haben wir den auch. Nehmen wir das Dämmerlicht mit. Dann hier nochmal nach. Haben wir hier noch eine Kiste oder so? Schauen wir das. Nein, das war falsch. Brauchen einfach nur so und da halten. So. Ich schon die ganzen falschen Kisten hier. Da ist eine Kiste. Mitten hier drin? Jawohl, mitten hier drin. Das Sparrow habe ich ja gut eingepackt. Das kann ich ja schon mal. Immer hier langfahren. Ne, hier ist nix. Ist da, das ist eine Laterne. Schade. Ist da oben vielleicht was? Schau mal. Ich kenne mehr. Wie gesagt, ich kann auch noch nicht hier alles. Wenn ich sehr viel in der ETZ unterwegs bin, momentan. Ich würde aber gerne trotzdem mal hoch. Ah, fuck. Okay, dann lassen wir es. Wenn man nicht da hoch soll, soll man nicht da hoch. Was haben wir hier? Scheinbar nichts. Okay. Da ist irgendwo ein Event. Ach, hier sind wir jetzt. Oh. Okay.
Ich war fast schon im Düsterwald und da ist was zum Sammeln. Da ist was zum Sammeln, das habe ich gesehen. Was mir der Geist gezeigt hat. Und da ist ein Event. Das würde ich gerne mit abschließen. Ich bin unterwegs, Jungs. Ich bin unterwegs. Das ist eine Kiste, aber egal, wir müssen die Kiste jetzt Kiste lassen. Besessene. Ja. So. Zimmer. Okay, haben wir noch. Ach, da ist eine Schnecke, okay. Oh. Ich hab's Ding aufgelöst. Geschafft. Was bist du denn für einer? Okay. Cool Move machen. Den Typen killen. So. Der hat nur sowas. Ernsthaft. Wie wäre es zum nächsten Fäulnis zu gehen? By the way mal. Ja, lassen wir. Wir müssen die Fäulnis besiegen. So. Man muss mich erst die ganzen Kugeln hier besiegen, glaube ich. Dann kriegt man nämlich das heroische Event. Ich weiß nicht, ob wir das heroische Event schon freigeschaltet haben. Das kann ich leider nicht sagen. Oh, dann fällt ich schon wieder meine Granate. Aber egal. Da wird ja auch nicht schreiben, Mädchen, ne? Ah doch, wollte ich doch, aber egal. Okay, ich kann sagen, welche ich jetzt angegriffen habe. Oh. Dann hau ich mal hier drauf. Okay, der ist schon böse. Event abgeschlossen. Schade, ich kann hier ruhig bekommen. Na gut. Devrin, wir haben sie geschlagen. Natürlich habt ihr das. Ich ja. Hab nie gezweifelt. Natürlich haben wir das. So, dann war da hinten noch eine Kiste gewesen. Da war die. Ah, siehst du schon. Ja, ich hab die Kiste schon gesehen. Ist noch was zum Sammeln für mich. Schön. Manchmal wackt der Dämmerkristall rum und wir haben ihn nicht bekommen, ne? Ne. Wir haben was abgeschlossen. Cool. Was haben wir abgeschlossen? Ich weiß nicht, was. Was, wenn ich jetzt in den Düsterwald gehen will? Bam, 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 bam. Zack und kaputt. Können wir in den Düsterwald gehen? Das interessiert mich gerade noch. Das machen wir mal eben schnell in der Folge. Erkunden wir neue Gebiete. Hui. Weißt du, ich sehe noch ein dicker Gegner oder so, den wir killen können. Der Düsterwald. Scheint aber nicht zu sein. Ja. Für uns ist leider hier am Düsterwald Ende. Nicht mal eine Kiste oder so. Schade. Fersen wie zum Nutzen klappt wohl auch nicht. Ne, ich werde einfach runtergedrückt. Na gut, dann gucken wir mal auf die Karte. Was haben wir abgeschlossen zu 100%? Gar nichts. Aber Herausforderung, drei Herausforderungen. Kriegen wir ein legendäres Intergramm. Oh. Patrouillen haben wir noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich Patrouillen machen kann. Wo sind die Patrouillen? Ach, das war das hier, genau. Das war das Quest-Ding hier. Ja, stimmt, ja. So, Waffen. Ein Tiegel muss schon ein bisschen kämpfen.
dann würde ich da auch nochmal ein Gramm bekommen, mein legendäres. Ich muss sagen, der Multiplayer läuft für mich persönlich relativ gut. Muss ich gestehen. So, haben wir noch hier vielleicht eine Kiste oder so, die wir machen können? Da ist auf jeden Fall hinten eine. Weil hier liegen nämlich sehr viele Kisten hier in dem Bereich. Finde ich. Also hier kannst du echt sehr leicht Tokens farmen, gefühlt. Und wenn halt hier die Dämmerlichtdinger auch mal funktionieren. Oh, ich krieg sogar zwei Sachen. Nice. Dann ist das sogar mal ganz okay für einen. Hat schon, wie gesagt, manchmal werden sie dir jetzt auch angezeigt hier, ne, aber sie zählen trotzdem nicht. Das finde ich ein bisschen ätzend. So, ist hier vielleicht eine Kiste? Ja, doch, hier ist auch ein Dämmerlicht noch. Ich dachte, das sind alles Level, die wir dann wohl verbessern können. Und dadurch kriegen wir dann halt Legendaries und alles andere noch. Je nachdem, wie gut wir sind in den Sachen. So, ist hier vielleicht noch ein starker Gegner drin. Gut, ich könnte jetzt noch die Dinger machen, aber wahrscheinlich kein Interesse dran. Ist hier vielleicht noch eins? Ja, nicht getroffen, was? Und dann der Nick hängt euch auch mal ein und hier auch inzwischen. Ne, hier ist schon mal nix, schade. Hier vielleicht? Auch nicht. Wie? Hier ist auch nichts, ne? Ungewöhnlich, aber gut. Bist du der. Ah, du bist der Starke. Dann können wir dich halt noch. In der Kirche sind noch Sachen drin, okay. Ja, du bist ein flinker Vadal, ich weiß. Du läufst auch gerne weg, das weiß ich auch. Das weiß ich auch alles. So. Ja, ich kann auch schnell in die Granate rein. Finde ich gut. Habe ich hier gut geworfen, die Granate. So, aua. Stirb. Es gab nur ein paar Tokens. Oh, schade. So, hier war aber noch ein Dämmerlicht für uns. Ich wollte mal genau hier in der Ecke. Hier ist relativ oft eins. Deswegen nehmen wir das mal mit. Und da seht ihr es. Es wird uns nicht angezeigt. Ach, wir haben Geld dafür bekommen. Okay. Dämmerlicht heißt nicht gleich Dämmerlicht. Okay, das hätte ich mir mal früher auffallen müssen. Gut, mein Geldanzeige ist wahrscheinlich wieder auf 1000. Nee, es ist. Mal da, was ich ausgegeben habe. Man kann auch nur 100.000 Geld dabei haben. Das hier, die hat man irgendwie gefühlt schnell voll, weil ich hatte jetzt schon mehrmals voll gehabt. Etwas? So, wir gehen mal ab. Zack, hier mal das Dicke. Dann hier die Kleinen. So, und dann jetzt hier. Und es hat gereicht. Aber so gerade. Hauers feldgeschmiedete Schrotflinte. Icarus Duftweste. Da bin ich immer interessant. 38, verbessert uns. 31. Verbessert uns alles. Ja, 33 hatte ich noch gehabt. Hier haben wir nichts. Und hier haben wir noch nur 33. So, ja, wo haben wir den? Da haben wir sie. Half-Force feldgeschmiedete Schrotflinte. 238. Die schmeißen wir mal rein. Würde ich sagen. Wir hätten auch noch ein Legendary bekommen, oder? Ach ja, stimmt, die Weste hat mehr bekommen gehabt, stimmt. Ich vergesse das schon wieder. Jetzt haben wir hier noch ein Schiff. Treffer. Was ist das denn für ein Schiff? Ein Treffer für jeden, den wir verloren haben. Oh, das sieht auch ganz cool aus. Von der. Das Ding so hier, die Lackierung ist cool. Ah ja, wir haben echt Glück mit den Schiffen, glaube ich. Gut, und wir sehen eigentlich richtig cool aus. Guck dich mal an. Wir sehen richtig nach Fallout eigentlich aus. Ja gut, wir haben auch noch legendäre Engramme, oder? Ja, haben wir noch. Ein Treffer für so, die können wir noch alle abgeben, diese Sachen theoretisch. Aber machen wir jetzt mal nicht. So, Waffen. Ah, hier haben wir die Sachen, okay. Verändert die okay. Da haben wir die Sachen, die Modifikationen. Vier exotische Sachen haben wir hier. Immerhin. Gut, dann. Oh, wir haben schon wieder 40 Minuten. Shit. Gerne mal im Schaff die Farm.
Genau, nehme ich das in Gramm ab. Vielleicht kommt noch was Cooles raus. Und dann entlasse ich euch für die Folge. Da haben wir heute wieder ein bisschen gefarmt. Nur, schade. Nächste Folge mache ich dann aber wieder Story. Hui, Fliegschiffchen. Auf in die Farm. Och, jetzt kommt das auch nochmal. Oh, das ist ja nervig. Ah, dieser Ladeschirm ist irgendwie gefühlt der schlimmste, weil der dauert irgendwie gefühlt immer am längsten. Ah, das Schiff sieht aber schon richtig cool aus. Wenn noch, weißt du, noch cool wäre, wenn wir jetzt mit Zollmacht fliegen, mit unserem Schiff noch ein bisschen rumballern könnten. Das wäre cool. Oder? Das finde ich ziemlich geil. Dann hätten wir das nämlich. Dann könnte man einfach ein bisschen Spaß haben. Auf gut Deutsch gesagt. Moment, ich hatte geladen. Geladen. So, und. Oh, wir kriegen von der Poststelle auch noch was Neues. Bin ich immer gespannt. Hallo, Poststelle. Ein paar Schuhe. Wow, immerhin. Mythosalk 4.1. Das ist ein bisschen besser. Immerhin. So. Hier haben wir noch was Neues. Kann weg. Kann alles weg. Okay. So, dann gucken wir doch mal hier. Zack und. Hallo? Du? Was kann ich für dich tun? Ich hätte gerne mein Engramm entschlüsselt. Icarus Driftgreifer. Okay. Passt zu unserer Weste dann. Wenn er gut ist. Ist gut. Wunderbar. Nice. Hey, dann sehen wir, haben wir fast. Vielleicht noch Icarus Schuhe. Vielleicht. Und die Nummern. Und vielleicht noch die Maske. Allerdings haben wir schon mal einen Teil von seiner Waffe. Und wir haben Hafus feldgeschmiedete Waffe. Hä? Warte mal, eigentlich müsste der drüber klettern. Ja. Ich mach das aber gut, dass ich gerade beim Springen drüber geflogen bin. So, ich habe auch fast alles schon drin jetzt eingelagert. Was ich so besitze. Alles hier 230. Ich glaube, blaue Sachen gehen auch nur bis 230, kann das sein? Nee, ganz wahr. Nee, blaue Sachen gehen, glaube ich, bis 260. Ich glaube, da gehen. Bis 82 gehen dann, glaube ich, die lilanen. Und dann. Und dann, wie gesagt, und dann bis 300 gehen halt die exotischen Sachen. Was haben wir hier? Eine Granate von 230, ja. So, alles 230 hier. Mit 238, gut. Das ist auch okay, das ist okay. So, hier kann man einlagern, Das hier kann alles weg. Zack, zack. Zack, wunderbar. Vielleicht noch eine Geste hier reintun. Totstellen, du bist der Hüter. Luftkuss, ach ja. Ein paar Gesten bekommen. So, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Destiny 2 wieder. Dann machen wir wahrscheinlich die Story weiter. Oder eigentlich will ich auf jeden Fall die Story weitermachen. Ich würde mal gerne mal gucken, wenn ich jetzt. Ich würde mal gucken, ob das im Chat stand gleich, dass ich die Sachen, exotische Sachen bekommen habe. In der Aufnahme gleich. Also wenn ich die schneiden sollte. Jetzt werde ich gleich einfach mal in die Aufnahme reingucken und dann später schneiden. Also, haut rein. Ciao, ciao. I thought you saved me when I was down, but what you're doing has hurt me now, 'cause I've been in the fire line way too long. I've been in the fire line way too long. You hit me, baby, you shot me down. My heart is bleeding, I'm scarred for life, 'cause I've been in the fire line way too long. You held me in the fire line way too long. What you said is playing on repeat in my head. Baby, you hurt me bad, but that's all you do now, that's all you do now. You shot me down.
I've been spending all my time with you. Yeah, I've been spending all my time with you. You know I thought you saved me when I was down, but what you're doing is hurting me now. 'Cause I've been in the fireline way too long. Yeah, I've been in the fireline way too long. What you said is playing on repeat in my head. Baby, you hurt me bad, but that's all you do now. That's all you do now. You shot me down. You shot me down. Shot me down, my heart is bleeding. I'm scarred for life, 'cause I've been in the fire line way too long. Yeah, I've been in the. You shot me down.